Hey, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Culling. Wieder am Start. Mit mir zusammen ist der Dave. Grüß dich. Moinsen. So, mal gucken, wie wir jetzt abschneiden werden. Nach einem kurzen Cut sehen wir uns gleich auf der Map. Also, bis gleich. Jawohl, da sind wir. So, also Knife und direkt zu dir am besten wieder. Ja. Hat er nicht den Trailer zu Battlefield 1 gesehen? Ja, den habe ich sogar geschnitten und hochgeladen. Und den Livestream habe ich auch aufgenommen und hochgeladen. Das sieht schon mega gut aus, ne? Ja, ist schon richtig cool. Und ich muss sagen, Erster Weltkrieg ist auch mal was Neues. Also ist ja halt für Battlefield was Neues. Mal gucken, ob mein PC das packt. Vielleicht gibt es da ja nochmal eine neue Grafik. Also. Ich denke mal, wenn du Battlefield 4 spielen kannst, wirst du das neue auch spielen können. Ja, 4 konnte ich spielen, Hardline kann ich auch spielen. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Schauen wir mal, was wir hier haben. In einem Tunnel. Ich laufe direkt auf die Zone. Oh, unter mir ist einer. Der rennt aber von mir weg, wie es aussieht. Hab ich aber nicht gesehen. Komm mal auf Richtung Tunnel. Da komme ich gleich raus. Bist noch 200 Meter weg. Jo. Gratis-Kiste, vielleicht kriege ich sie oder machst du die auf? Ich bin noch gleich in deiner Nähe. Ah doch, hier, ja, bist du. Was bringen eigentlich hier diese Kale-Drops? Die kann man so komisch werfen. Das sind Fallen, so Spikes auf der Erde. Muss ich den Gegner damit abwerfen oder auf den Boden werfen? Auf den Boden. Das ist eine Crowbar. So. Die machen Damage, kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sind die denn? Ich hab sie in der Hand gerade, warte, ich werf die mal. Das ja, jetzt liegen die hier. Ich weiß nicht, ob man die wirft oder dahin steht. Ich glaube, einfach nur dahin und dann war's das. Ah, ob die Damage machen? Also, weiß ich nicht. Ich guck mal, in welchen Drop. Ich habe auch wieder den Hunter. Ich habe wieder den Dings mit dem Baseballschläger. Mal gleich hier in die Hütte rein. Das war nicht gut. Ist Damage gekriegt, ja. Ja, wir sind ein bisschen zu tief gesprungen. Erstmal heilen. Eine Machete. Scheiße, oh, ich hab das Ding angemacht. Ja, schnell raus hier. Hier oben komme ich. Doch, hier oben geht's raus. Boah. Scheiße. Ich komm hier nicht weg. Doch, hier lang. Ist gar nicht gut. Das ist noch eine Gratis-Kiste. Das macht übel Damage. Oh, unter uns hustet auch jemand. Hier zwei Speer, sehr gut. So. Komm mal raus, das Gas kommt noch. Ja, aber unter uns war jemand, der da gewusst ist. Hat er wahrscheinlich aktiviert und ist selbst nicht weggekommen. Da ist er. Oh, ich dussel, bin runtergefallen. Er hat den heftigen Baseballschläger. Alter, wie schnell er blocken kann. Hol ihn dir von hinten, ich lenke ihn ab. Nice. Jo. Ah, er hat dieses Scheißding an. Knife in der Hand, dann bin ich schneller. Nice. Sehr gut. Dann habe ich ja. Und dann haben wir schon mal den Baseballschläger. Hier, warte. 7 bis 21. Ja. Okay, schnell heilen.
Ja, heilen können wir uns da an dem Haus eigentlich, oder? Ist das hier in der Nähe? Ja, da sind wir doch gerade hergekommen. Da vorne, rechts. Ja, warte. Achso, jetzt mache ich da eine Wanne. Ah, ich habe gar nicht genug Platz, um ihn. Ja, okay, dann nehme ich das kurz. Ach, hier! Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Das ist viel einfacher. Hier ist ein Alarm. Also, er verkauft ihn übrigens 10. Ich brauche unbedingt einen Rucksack, ey. Ah, hier unten ist ein Explosionsfach. Was? Ja, fast halt schon. Eine Kiste. Ich kann eigentlich eine blaue Kiste aufmachen. Ich habe ja das, was in meinem Erdbob drin wäre. Okay. Ich mach nochmal mehr Damage. Was? Ach, warte, ich heile mich eben. Ja, willst du den Baseballschläger haben? Oder macht er nicht mehr Damage? Okay. Könnte ich voll gebrauchen. Okay, ich bin voll. Machen wir nochmal eine Rauchbombe eben. Dann würde ich die Machete verkaufen. Oder willst du die Machete haben? Kannst du verkaufen. Ich bin voll. Da oben kommt ein Airdrop. Ah, das wäre auch zu schön gewesen, wenn ich den von hier aus treffe. Ist hier immer noch was drin, ne? Nee, glaub nicht. Außer so eine rote Kiste. Aber jetzt haben wir eh kein Dynamit. Stamina Shot habe ich hier. Haben wir noch einen Stein? Da ist noch ein Stein. Haben wir auch eine Smoke Bomb. Ist anders. Aber ich bin voll, was Leben angeht. Ja, ich auch. Und vielleicht kommen wir nochmal hier hoch. Ich habe eigentlich keine Lust. Ah, hier oben ist so ein, da oben auf dem Dach ist ein rotes Fass. Theoretisch können wir das rote Kiste aufkriegen. Ja. Ich habe aber leider nur einen Funk. Ich habe 122. Warte. Also, du könntest versuchen, wenn du noch Platz im Rucksack hast. Ich verkaufe den Knuckle, den brauche ich nicht. Ich glaube, du kommst ja nur von außen hoch, oder? Ist hier keine Treppe? Ne, ich glaube nicht. Eine Treppe nur nach unten? Nur nach unten, ja. Okay. Muss hier kurz den Berg hochgehen und aufs Dach springen. Kommt man da hoch? Nee, ne? Ja, nee, schade. Oder doch, man kommt hoch. Muss ein bisschen springen. Ah, ich bin oben. Das ist ein Airdrop über uns. Ja. Gerade weggeflogen. Oh, ne, überhaupt nicht. So, wo ist die rote Kiste? Unten? Unten, ja, unten drin. Kein Knife mehr, zum schneller rennen. Da steht sie. Oh, da ist ein fetten Hammer. T4-Hammer. Also, da kriegst du den. Ja, ist sogar gar nicht so teuer mit 12 Funk, das Ding aufmachen. Oh, hier sind auch noch was. Bei mir ist nix. Schade. Oh, bei dir ist Medikit drin. Echt? Manchmal brauchst du das. Ich auch nicht, leider. Ich hab eine. Ja, die Rauchbombe brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Dann nehme ich das eben mit. Aber ich könnte mir den Stamina-Shot reinhauen, wird deine Rauchbombe aufhören. Ja, warte, dann kannst du. Dann nehme ich meine Rauchbombe und dann nimmst du das Medkit. Okay. Ja,
Nice, dann lohnen sich die roten Kisten ja doch ganz schön. Ja. Da in dem blauen liegt da noch was drin. Ach, mein Knife liegt da noch drin. Dann könnten wir eigentlich Richtung Mitte mal versuchen, diesen Ding zu aktivieren da. An den Kills, ach, den Center Kill. Ja, den Kill Switch. Hab ich gar nicht gesehen, dass er drin ist. Warte mal, 133, wie viel brauche ich? 165 für den Airdrop. Hier ist gar kein Center Kill Switch. Ist noch nicht, dann kommt er gleich. Nee. Da können wir noch ein paar Sachen verkaufen oder so oder Fang sammeln. Dann kann ich wenigstens meinen Airdrop callen, dass ich ihn freigeschaltet habe. Muss man, ich glaube, man muss den auch aufmachen, ne? Mhm, genau, aufmachen musst du den. Ich glaube, ich versuche mir eben mal einen Rucksack zu machen, damit ich noch einen Slot mehr habe. Mache ich mir nämlich nochmal einen Knife, damit ich ein bisschen schneller rennen kann. Wir haben jetzt auch noch ein explosives Fass. Okay. Hier ist alles weg. Komm schon. Ist noch im Gebäude drin, ne? Ah ja, da oben. Jetzt brauche ich nur noch zwei Steine, damit ich mir nochmal ein Knife machen kann. Ich brauche noch 10 Funk. So, mal gucken, ob wir noch Funk finden. Dann kann ich das wenigstens rufen. Oh, was war das denn? Irgendwas explodiert da hinten. Okay, so einfach 3 Steine verkaufen. Oh, hier ist der genug. 61, so einmal noch. Oder einen Stein verkaufen, der bringt dir ja 3, weil du Moneyback hast. Einfach einen Stein verkaufen oder sowas. Wohl ich. Na, hast du schon genug? Guck mal, ich hab den Baseballschläger und ich hab den Hammer. Dann würde ich den T2-Speer würde ich ihm verkaufen. Ja. Der Schraubenschlüssel macht einfach mal 30 Damage. So, wo haben wir denn so ein Dingens zum Rufen? Hier ja, genau, im Wasser. Ach da, ja. Ist halt ein bisschen offen. Macht nichts. Da hinten ein weiter ist noch versteckter, der Herd. Ah, du hast eh den Instance, da geht ja. Hunter Airdrop. So, den hast du ja schon. Hab ich den Winzen auch. Alter, musst du die Waffe aber auch mitnehmen, ey. Ja, heftig. Mantracker könnten wir eigentlich auch gebrauchen, ne? Ja. So, lass die Rauchbombe hier und nehme den Mantracker dafür. Okay. Das ist ein 99 Meter, ist der nächste. So. Und irgendwo. Genau, da war noch ein Fass, da mache ich mir eine Munition. Hast du so viel Funk? Das Munition kostet auch 95, ne? Ach, scheiße, nee, 75. Nee, 75. Wie viel hast du denn? Ein. Ach, fuck. Dann werde ich. Entweder müssen wir nochmal. Also, wir können doch nochmal weiter rausgehen und gucken, ob wir nochmal ein kleines Haus finden, wo ein bisschen was drin ist. Weißt du, die Map von Quadrat. Aber viele leben da nicht mehr. Das ist ein rotes Fass. Aber wir haben wieder kein Dings. So, wo haben wir denn mal eine Anzeige? Da hinten ist so ein Funkbehälter. Keine Ahnung, ob da noch was drin ist. Ja, der leuchtet. Das würde ich mir denken. Schnappen. Auf jeden Fall, so habe ich nur 4 Schuss.
Ja, aber das Ding macht, glaube ich, 45 Damage, ne? Also wenn du triffst, hast du den mit 2 Schuss down. Wenn er keine, wenn er nicht irgendwas zum Abwehren hat. Also 42, vielleicht finden wir noch ein paar Skelette. Ah, hier ist noch ein Raum, keine Ahnung, ob hier noch was drin, vielleicht hat jemand was liegen lassen. Ist halt die Frage, ob ich den Basie behalte oder den Hammer, weil ich eigentlich brauche ich nur eins von beiden. Okay. Warum ist alles leer? So, der Basie macht 7 bis 21 Speed Rating und Wunde jeweils 3 Sterne. Und der Hammer, ja, der ist halt mega schnell. Der Hammer macht 11 bis 33 Schaden, ist aber sau langsam. Dann behalte ich den Basie und verkaufe den Hammer. Stay healthy. Draußen läuft, glaube ich, einer rum, ne? Wo ist denn hier das Verkaufding? Draußen vor der Tür oder nicht? Nee. Dann oben. Oh, hier ist noch eine grüne Gratiskiste. Da ist ein Rohr. Scheiße, jetzt wie man denn das Ding angemacht. Bei uns in der Nähe. Nee, war weiter weg. Ja. Ah, oder draußen ist das Teil. Stimmt. So, jetzt habe ich 95, da draußen war noch ein Rohr. 30 Meter ist einer von mir entfernt. Das ist ja ein bisschen genau über mir. Ja, oder oben guckt da. Komm, das Gas kommt. Links ist einer auf dem Berg. Da kommt da vor uns in 2. Da sind 2, ja. Der eine ist vergiftet. Rennt aber trotzdem weiter und springt ein bisschen rum. Zu weit weg. Rotes Fass brauchen wir. Muss Munition machen. Wenn wir da mal hinkommen. Ja. In der Pumpstation unten, wo der Boden eingebrochen ist, war ein rotes Fass drin. Hoffe ich reihe das von der Zeit noch. Gib mir auf jeden Fall mal Deckung. Oh, da ist einer. Ja, hinter uns sind 2. Das ich glaube, die sind ein bisschen wichtiger, oder? Das wird übel. Fuck it. Okay, der eine ist. Genau, lauf ins Gift. Genau, lauf, bleib im Gift stehen, richtig gut. Nice, den haben wir ganz schön Damage gemacht. Scheiße, ich stehe im Gift. Ich auch. What, einer ist down. Der andere schießt auch, oder? Alter, womit hat der denn geschmissen, ne? Boah. Asina. Ah, du bist down. Scheiße. Ja. Er hat irgendeine Bombe geschmissen. Ich habe ihn überhaupt nicht kommen sehen. Guck mal, er kann nicht. Ja, im Fall im Bogen habe ich gerade mal keine Chance. Ah. Da ist ein Pfeil im Kopf. Er trifft mich mit einer Kackwaffe nicht. Ja. Pass auf, jetzt kommt einer von rechts. Ja, kommen zu viele. Schade. Boah, da waren 4 Leute waren in der Mitte. Ja. Warte mal, wie viele leben noch? Die beiden? Oh ja, da sind mega viele noch. Die stehen alle in der Mitte. Ja. Du wusstest gar nicht, wer zu dem gehört, ey. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Also, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall bei Dave vorbei auf seinem Kanal. Ja, der ist verlinkt in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.